Was ist los? Ich gebe Gas, der Motor dreht hoch, aber es kommt nichts an. Das erste Mal, dass ich irgendwo da abgeschleppt werde, damit irgendwie alles auch ordentlich ist. Du weißt schon, dass das hier nicht der Racetrack ist. Also. Guten Morgen aus Köln, Leute. Schön sieht die Stadt aus. Es ist 7.30 Uhr am Morgen, aber was ist noch schöner? Es geht endlich wieder auf die Rennstrecke. Speak and Racing ist angesagt, Leute. Wir fahren jetzt. Ich glaube, das ist Kölner Maibau. Aber wisst ihr, was eh der große Vorteil von Köln ist? Wir fahren jetzt zu einer Rennstrecke an einem Freitag. Wir müssen nicht irgendwie Donnerstag früh schon anreisen, um zum Lausitzring zu rasen. Nürburgring, Leute, ganz entspannt, früh morgens Freitag. Auf geht's! Wir sind da. Wir sind da! Ja. Er ist ein Zauberer. Uff, ja, wir sind angekommen am Nürburgring. Was machst du? Frau hat gesagt, ich soll das dran machen. Oh, ich hab einen Snap gekriegt. Nein, hier, komm. Ach so. Das hält aber bestimmt irgendwie. Ja. So, das ist unser Platz jetzt hier. Auf der Seite ist auch schon schön zu perfekt. Wir klemmen uns jetzt hier irgendwie am Strom an. Einmal mit dem Juice Booster hier. So wird nämlich geladen. Boah, es ist richtig kalt. Ich meine, immerhin haben wir keinen Schnee bis jetzt. Bisher, das letzte Rennen ist abgesagt worden, wegen Schnee ist er so oft. Draußen sieht es im Moment ziemlich heftig aus. Im Moment ist hier ans Fahren nicht zu denken. Wir haben, glaube ich, 2-3 Grad mehr. Also sollte hoffentlich alles passen. Ist hier kalt? Ja, ein bisschen. Ich glaube, wir können sehen, dass es kalt ist. Stehen hier einfach gefühlt 200 LKWs. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Da musst du erst mal finden, welcher der richtige ist. Aber mein Meister, du auch hier. Die ist abgesperrt. Ja, für uns ist VIP hier. Hier ist VIP. Tschüssi. Ihr habt einfach eine Holztür. Das hier ist nämlich der Team-Spielkind-Bereich. Ist extra vom Team hier gemacht worden. Ja. Mit fettem Fernseher da hinten. Extra schön runtergekühlt auf 5 Grad. Das ist richtig mit geil. Mit Rückenlehne. Ordentlich die ganz große Pulle hier am Start, ja. Und ich ziehe mich jetzt erstmal um. So. Ja, aber ist gar nicht lustig gerade. Das ist mal ein bisschen Ernsthaftigkeit hier. Aber bevor die Rennsaison jetzt endlich losgeht, möchte ich euch nochmal vorstellen, wo wir hier überhaupt fahren. Die Nürburgring Langstreckenserie ist eine weltweit einzigartige Rennserie mit einem häufig über 150 Autos starken Feld. Von hochgezüchteten GT3-Rennwagen mit über 500 PS und professionellen Werksfahrern bis hin zum Vater-Sohn-Gespann in seriennahen Autos mit Straßenzulassung. In den 4 bis 6 Stunden langen Rennen wechseln sich pro Auto 2 oder mehr Fahrer ab. Es wird um jede Position gekämpft, sowohl in der Gesamtwertung als auch in den einzelnen Klassen. Alle neuen Saisonrennen werden auf der ebenfalls weltweit einzigartigen Rennstrecke der Nürburgring Nordschleife ausgetragen. In der VLN-Konfiguration mit GP-Strecke ist sie 24,4 Kilometer lang und schlängelt sich in über 80 Kurven durch die Eifel mit über 300 Metern Höhenunterschied. Fast 5-mal so lang wie viele andere Rennstrecken. Die grüne Hölle gilt damit als eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt, die keinen Fehler verzeiht, denn Auslaufzonen gibt es kaum. Meist stehen die Leitplanken nur wenige Meter neben der Strecke. Und als weitere Schwierigkeit dazu kommen die hohen Geschwindigkeitsunterschiede, die ständige Überholmanöver im Verkehr auf der Engstrecke erfordern. Deswegen benötigen alle Fahrer auch eine spezielle Nordschleifenlizenz, bevor sie an Rennen teilnehmen dürfen. Zusätzlich zur NLS ist das Jahreshighlight natürlich das weltbekannte 24-Stunden-Rennen, das seit 1970 ausgetragen wird. Damit ich dort auch in den schnelleren Klassen antreten darf, muss ich für meine Lizenz jetzt aber erstmal 2 NLS-Rennen erfolgreich in meinem Fahrstuhlauto, an dem stark gedrosselten KTM Crossbow GT4 absolvieren. Also, hoffen wir mal, dass alles reibungslos klappt. So, alles verstanden, hoffe ich. Dann geht's mal rein hier. Hier sind die Helme, hier ist auch meiner. Das hier ist zum Tanken. Ja, das habe ich heute gebraucht. Nein, das ist jetzt gleich da. Die Tanken werden jetzt gleich so ein und dann geht's los. Ein sehr guter Punkt schon mal, Leute. Das Wetter ist richtig gut, ja. Strecke scheint trocken zu sein. Kein Schnee, wir können fahren. We'll be right back.
jeder Runde kam mehr Vertrauen. Am Ende siehst du hier, sind sogar die Bremsen an glühen so langsam. Hier gibt es so Stellen, da gibst du Vollgas. Und dann musst du echt mit Runde um Runde Vertrauen sammeln, dass du wirklich Vollgas fährst. Aber am Ende hat das geklappt. Also ich bin mir jetzt bereit für morgen, das Qualifying. Und damit mal wieder schönen guten Morgen aus unserem Ferienhaus. Es ist so kalt, ich habe mehrere Jacken übereinander gezogen. Aber wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint. Kleine Bodenkontrolle. Oh, trocken. Oha, das ist nicht mal ein bisschen Tau oder irgendwas. Ist es staubtrocken? Das wäre auf jeden Fall nice, denn ich hätte lieber für mein erstes richtiges Rennen auf der Nordschleife eine trockene Strecke. Im Nassen, ne, da wird es ja ein bisschen rutschig. Da hat es gestern schon gereicht, dass ein bisschen Öl oder Kühlflüssigkeit mal da war, ja, und da sah das dann so aus. Oh, nein, nein. Warum? Bisschen spektakulär, aber heute hoffen wir doch mal lieber auf ein unspektakuläres Rennen. Beziehungsweise, wenn wir jetzt zur Strecke fahren, geht es für mich ja erstmals los unter Wettbewerbsbedingungen, und zwar mit dem Qualifying. Eine schnelle Runde, die zählt. Traumhaft. Sehr gut, danke schön. Danke, das. Schönen Tag. Hup mal, aus dem Weg hier. Micha, weg hier! Oh, unangenehm! Micha! Hör doch mal auf, hier zu hupen, bitte! Oh Mann, Mann, ist ja richtig assi! Boah, jetzt wäre fast gegen das Auto gefahren! Boah, der hasst dich ja! Der hasst dich! Der hasst dich! Micha! Tschüssi! Aber ich bespreche mich jetzt erstmal mit den beiden anderen Fahrern. Das ist einmal der Tami, den kennt ihr doch vom letzten Rennen. Und aber auf der anderen Seite den Mats. Und der ist 2019, als ich mit Team GT gefahren bin, da ist der Meister geworden in der ADAC GT4. Also das ganze Ding gewonnen, richtig guter Fahrer. Aber hat gestern auch erst hier seinen Führerschein gemacht für die Nordschleife. Muss eben auch jetzt Permit B mit uns zusammen machen. Hallo Leute, hier ist so viel los. Das ist kein Vergleich zu den anderen Rennsängen. In den anderen Teams, wo ich bisher war, hier werden 4, 5 Autos gleichzeitig vorbereitet vom Team. In der ganzen Boxengasse, hier stehen 140 Autos, die dann gleich, sobald die Ampel da hinten auf grün geht, rausfahren werden. Alle wollen eine Zeit setzen. Denn das Qualifying jetzt entscheidet eben natürlich, an welcher Position wir starten ins Rennen. Und das Rennen dann wird 4 Stunden gehen. 4 Stunden lang fahren wir mit 3 Fahrern. Ich bin heute der 3. Fahrer, das heißt, falls Dritter qualifying, als Dritter das Rennen auch das Ziel fahre ich. Solange meine beiden Teamkollegen das Auto auch dann wieder in die Box bringen und nicht irgendwo einschlagen, was natürlich immer mal passieren kann. Aber hoffen wir mal das Beste. Zeiten gesetzt, allerdings keine repräsentativen, weil in beiden meinen Runden war eine Code 60, immer wenn ein schwerer Unfall ist, da ist ein Ferrari in so einen kleinen BMW rein. Haben sogar der Krankenwagen, ich hoffe, es geht ihnen allen gut. Aber da muss man dann ganz langsam vorbeifahren, deswegen meine Zeit halt am Arsch, aber so ist die Nordschleife. Teamkollegen haben aber normale Zeiten gesetzt. Aber ich habe mich wohlgefühlt, war alles top im Auto, also so wie man sich das wünscht. Also, Zeiten passen, bei den Sektoren konnten wir gucken. Das ist schon eine gute Nachricht, dass man weiß, man ist ja auch nicht dabei. Wir sind auch, wenn man guckt, durch die super Zeit von Mats, der ohne Code 60 auch fahren konnte. Position 65 sind wir ziemlich in der Mitte vom Feld auf jeden Fall. Es gibt da so 140 Autos. Wir sind das einzige Auto in der Klasse, also wir fahren gegen niemanden so richtig. Ist ja wie gesagt Fahrschule dieses und nächstes Rennen, damit wir danach die schnellsten fahren dürfen. Aber ich glaube, wir werden zufrieden sein. Was sind deine Ziele? Was hast du geplant? Erstmal Pommel A schaffen und ja, Spaß haben und abkommen, das Wichtige wurde. Ja, wir so von uns ihr doch eh noch ein Verlängerungsteil. Und dann sagen die so, guck mal, das ist doch die Freundin von Dena. Und dann haben die so mir hinterher hergerufen, so, Lisa Markowski, ey, Lisa Markowski. Was ist dir passiert an der Strecke gerade? Also ich bin die Strecke gelaufen und dann haben mich die Marshalls haben mich erkannt. Ja, am Streckenposten. Und was haben die gesagt? Die so, du bist doch gerade von denen, oder nicht? Ja, kann ich schnell austrinken, weil ihr seht hier, Betrieb, ja, die Autos fahren los, die gehen jetzt alle auf die Startaufstellung raus. Ich bin noch nie in einem Rennen mitgefahren, über 140 Autos. Das ist echt krass. Bin mal gespannt, wie die Startaufstellung gleich aussieht. Ja, lass mal runtergehen.
Leute, was für ein Fahrerfeld. Man sieht, aber man kann nicht ansatzweise mehr erkennen, wo der Start war. Hier geht es schon auf die Nordschleife. Bis hierhin stehen die Autos und dann nochmal um die Kurve herum hier. Das sind die letzten Startreihen. Das ist schon brutal. Und wir waren ja ziemlich genau in der Mitte, ein bisschen weiter vorne vielleicht. Gucken wir mal, wer hier ganz hinten tapfer startet. Ein Dacia Logan, auch krass. Aber die fahren eben dann auch hier. Da steht er. Mittendrin. Das war so ein langer Weg bis da. Ich bin einmal alles abgelaufen. Holy shit. Aber ja, jetzt selbst der Mats wird das machen. Der ist zwar auch neu auf der Nordschleife, aber das Auto an sich kennt er in- und auswendig. Ordentlichen Start fahren, keine Crashes, ordentlich unsere Runden fahren, Pace finden. Danach steigt der Tami ein, der fährt den zweiten Stint und dann dritter Stint bis zum Ende fahre ich. Wir sind das einzige Auto in der Klasse, ja, aber es bleibt trotzdem ein Rennen. Wir wollen eine gute Gesamtposition. Sagen wir mal, Top 50 ist das hier. Wir starten auf 68 von 145. Das ist hier unsere Startposition. Aber das Allerwichtigste natürlich, dass wir ankommen, damit wir unsere Runden für den Führerschein bekommen. 7 Stück brauchen wir jetzt und im nächsten Rennen nochmal 7. Und die Einführungsrunde einmal um die lange, lange Nordschleife rum, die geht jetzt in diesem Moment los. Noch zurück. Wir schauen auf die Ampel, die jetzt auf grün geschaltet ist und Marco. Auto, der aber beim Manöver des Rennens außen rum vor dem Team. Also vorne Marco Pirchi mit Kollision. Schwäne ging weiter. Reifenschaden hinten rechts. Und weiter fährt jetzt der Tami. Okay Leute, Mats ist raus aus dem Auto, aber er wird mir mal ein bisschen erzählen, wie es war. Er ist Norweger, aber er kann ein bisschen Deutsch. Das heißt, ich sage es einfach mal, you should tell me like, how was it in the car? Like, before I get in the car, but only answers in Deutsch. Okay. The Auto was geile Scheiß. Ja. Und ja, es waren viele Autos und der Strecke. Ja. Ja. Viele Traffic. Und ja, der Auto ist langsam. Ja, ja. Und mit extra Gewicht drin und weniger PS haben wir auf dem Fahrschulauto und B-Permit. Sehr langsam, aber sehr Spaß also in der Kurve. Ja, ja. Gut zum Kennenlernen jetzt. Gute hier. Gute Kennenlernen. Go-Kart mit Steroids. Ja. Wie ist das, wenn die GT3, die schnellsten Autos, wenn die vorbeifahren? How is it when the GT3 like flyby? Ist ein bisschen Code Brown. Ja, Code Brown. Code Brown, Leute. Wenn man aufpassen muss, dass unten nichts rauskommt, ja? Ein bisschen, ja. Okay, dann passen wir mal auf. Well, thank you very much, Mats. All good. Yeah. And you, good luck. Thank you. Alright, Leute. So, jetzt mein Turn. Jetzt geht's rein. Das Auto. Auf der Nürburgring Nordschleife. Wir sind im Streckenabschnitt Kesselchen. Es geht hier lange, lange bergauf mit Vollgas. Und ja, ich hier in meinem KTM Crossbook GT4 Lite in dieser Sonderkategorie für die Fahrschule. Wumm, da seht ihr es. Bin nicht der Schnellste auf den Geraden. Also in Kurven haben wir guten Speed, aber auf der Geraden sind wir eines der langsamsten Autos hier auf dem Kurs, zusammen mit vielen Autos der Klasse V4, wie zum Beispiel dem BMW, den ich ja beim ersten Fahrschullehrgang gefahren bin. Aber ja, ihr seht, hier kommt auch noch ein anderer Cayman, der
hier auch noch vorbeigeht. Das hier ist jetzt eine richtige Mutkurve. Kurz minimal anbremsen, Gang runterschalten, weit rein. Für mich geht es ja halt auch gerade ja nicht um eine besondere Position. Es geht ums Ankommen, um möglichst viele Runden sammeln. Deswegen fahre ich nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen. Denn wie gesagt, wenn hier irgendwo irgendwas passiert und wir abfliegen und wir das Rennen nicht beenden können, dann muss ich noch ein Rennen mehr im Fahrschulauto fahren. Und das wollen wir eben nicht. Hier schon ein bisschen später auf der Bremse gewesen, ein bisschen lang verzögert, aber alles noch im grünen Bereich. Wir kommen jetzt zum Karussell, eins der Besonderheiten der Nürburgring-Nordschleife, ne? Mit den Betonplatten hier ausgelegt, ratter, 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 geht man hier einmal 180 Grad rum und dann geht es eben weiter. Dann kommen wir langsam in den Streckenabschnitt Hohe 8, das ist die höchste Erhebung in der Eifel. Wir sind nicht genau auf der Hohen 8, sondern fahren so dran vorbei, aber es heißt eben auch Hohe 8. Also hier kannst du, wenn es schneit, so wie beim letzten Rennen, kannst du hier Schlitten fahren und da ist so einer von den anderen langsamen Autos. Ihr seht schon, in den Kurven, ja, da können wir auch noch schneller hier durch, ja, da bin ich nicht mal ganz im richtigen Gang, aber selbst so können wir da easy vorbei, aber auf den Geraden ist dieser kleine BMW, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, ist der genauso schnell wie wir. So 230 Topspeed ungefähr können wir erreichen mit ein bisschen Anlauf und den gibt es ja hier auf der Nordschleife an vielen Stellen auf jeden Fall genug. Aber ansonsten, ihr seht, ich habe mich immer mehr wohlgefühlt mit dem Auto und konnte hier ganz easy dann durchfahren. Man ist einfach die Nordschleife, du musst Runden und Runden und Runden fahren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil die Strecke ist so anders als jede andere Rennstrecke und wenn du dieses Gefühl halt hast irgendwann, dann wirst du auch schneller, dann kommt das von ganz alleine und eben hier jetzt im Fahrstuhlauto, in diesem Rennen. Es geht nicht um irgendeine besondere Position, sondern ums Ankommen. Und wenn du einen Fehler machst, ey, du kannst hier in der Wand landen, ne? Deswegen, ich wollte auch absolut nichts riskieren, aber bin trotzdem, hab mehr Vertrauen bekommen, schneller geworden und das war gut. Aber jetzt passt mal auf, was hier jetzt passiert. Hört genau hin. Was ist los? Ich schalte Gänge durch. Ich gebe Gas, der Motor dreht hoch, aber es kommt nichts an. Ich bin am Funk. Wir sind jetzt hier im Pflanzgarten, so ein kleiner Sprung eigentlich, aber natürlich nicht mehr, wenn man nur so ausrollt. Es geht nichts mehr, die Autos fahren an mir vorbei. Also ich gebe Gas, ich roll die ganze Zeit nur noch, es kommt null Energie mehr an. Ja, und was ist es? Antriebswelle, Leute, die ist gebrochen. Ich komme hier zu einem Halt, Pflanzgarten 2 am Ausgang. Rolle ich hier aus und man kann auch nirgendwo irgendwo hin. Ja, ich bin jetzt hier auf der Rennstrecke, da fahren die GT3s vorbei. Und ja, ein bisschen Funken mit dem Team, sagen, was los ist. 1, 2, 3. Ich sollte einmal alles neu starten, aber weil wir wussten natürlich nicht, von was es sein kann. Alles nochmal versucht. Aber. Nee, da hilft nichts. Und dementsprechend, was passiert dann? Es kommt ein Intervention Car, es gibt keine Safety Cars. Ich hatte einen Funk und komm, das ist kein bisschen vorwärts. Scheiße, Leute, die Autos alle vorbeifahren an mir. Irgendwas kaputt gegangen am Auto. Ich weiß nicht was, also ich glaube, als ich kurz die Bodenhaftung verloren habe, also sind die Räder in der Luft und wenn man fällt, halt eben durch und wenn man wieder aufsetzt, bricht das, keine Ahnung. Ja, das war ungefähr, was ich erklärt habe, ungefähr das auch passiert, also Antriebswelle. Da versuche ich gerade mit der GoPro aus mit euch zu reden, Leute, falls ihr euch wundert. Ich hatte ja ein bisschen Zeit hier, aber da kommt das Intervention Car. Da sage ich im Team Bescheid, jo, die kommen jetzt, das erste Mal, dass ich irgendwo da abgeschleppt werde, damit irgendwie alles auch ordentlich ist. Bei manchen Autos muss man immer irgendwas beachten, aber hier einfach Leerlauf rein. Und ja, dann zieht mich das Auto da jetzt lang. Das Rennen läuft währenddessen weiter, ne? Also hier in dem Bereich ist jetzt kurz Code 60 gewesen. Das heißt, die Autos dürfen nur 60 fahren. Sobald hier wieder gezogen werden, ist wahrscheinlich nur noch eine gelbe Flagge. Oder maximal zwei gelbe. Und dann dürfen die Autos auch wieder schneller fahren. Ihr seht, hier ist die grüne Flagge, ja? Grüne Flagge wird geschwenkt, jetzt wird gelb, weil ab jetzt sind wir ja sozusagen hier und das heißt, die Autos hinter uns dürfen jetzt, müssen vorsichtig sein, dürfen aber in vollem Speed weiter. Also das ist, ja, interessant, muss man auch ein bisschen lenken und nicht nur interessant, sondern, Leute, das Rennen ist damit eigentlich an dieser Stelle jetzt hier für uns vorbei. Wir haben nur 4,5 Runden gefahren und ich muss deutlich mehr fahren für die Lizenz und wir bekommen ja auch gar kein Ergebnis am Ende. Ich werde von der Strecke runtergezogen in einen Wald rein. Ich sag dem Team gerade, wo wir sind, weil die sagen, ja, wo stehst du? Wir müssen jetzt zu dir kommen und uns drum kümmern. Okay. So, du hast Kontakt zu deinem Team? Ja. Die holen dich ab? Ja. Okay, wunderbar. Ach Junge, wie lange und das war's. Ich wurde dann erst mal eine halbe Stunde praktisch stehen gelassen. Vielleicht hat sich so angefühlt. Vielleicht war es auch nur eine Viertelstunde. Und hatte nichts zu tun, ne? Nach Hause. Es kam immer so von der Seite, kam an, ab und zu so ein paar Wanderer, die geguckt haben. Niemand hat irgendwas gesagt. Vorbei. Ja, ich singe ein bisschen anscheinend. Was? Oh Mann, immerhin rückt es nicht. Ich weiß nicht mehr, habe ich mit mir selbst geredet anscheinend? Okay. Aber ja, ich musste halt hier die ganze Zeit warten. Come on. Das ist doch Mist. Oh ja.
So ein Mist war es auch. Aber dann kam das Team auf einmal und ich dachte, ja, die schleppen mich halt jetzt ab, ne? Da kommen sie. Aber denke ich mir, hä, wie wollen sie mich denn jetzt hier zurückbringen? Wir können ja nicht über öffentliche Straßen fahren. Jungs, was habt ihr vor? Ja, also Gas, nimmt alles an, der Gang geht, Gas geht, aber es kommt nichts an bei den Rädern. Wahrscheinlich, André, bleib sitzen. Ja. Nur wenn du gleich rausfährst, du musst dich halt richtig sauber machen. Wie, wenn ich gleich rausfahre? Weil du Dreck drauf hast. Wenn ich gleich rausfahre, werde ich gleich wieder fahren, frage ich mich da. Wir sind dabei. Was haben die Jungs vor? Ihr repariert das hier? Ja klar. Ja klar macht er. Natürlich reparieren die das. Also, Auto aufgebockt und kurz mal eben alles hier fertig machen. Die Haube kommt ab. Ja, und dann sind die zu dritter ganz fleißig, damit das weitergehen kann. Als ob Trikeman Racing Beste. Was ist hier los, Leute? Ist irgendwas kaputt gegangen halt. Antriebswelle vielleicht oder so. Einfach beim Fahren habe ich keinen Vorwärtstrieb mehr gehabt. Dann haben die mich hier rausgezogen und ich dachte, Scheiße, jetzt ist es vorbei, das war's, Renn over. Aber nicht am Nürburgring, nicht mit Teichmann Racing. Nicht mit Teichmann Racing. Ich komme hierher, reparier das hier einfach und schick mich wieder raus. Ich konnte es nicht glauben, als sie mir gesagt haben, aber angeblich darf ich gleich weiterfahren. Und damit, und das ist ja super wichtig, weil sonst wäre der Tag heute verloren. Super wichtig, dass ich mein Permit machen kann. Dann können wir das Rennen beenden heute. Das wäre so stark. Junge, die sind krank. Teichmann Racing, Alter. Mit offener Klappe geht's wieder los. Weiter runter. Weiter, weiter. Bitte? Ich sehe es doch wenig. Ja, aber nimm dann einfach mal das Steuer. Ich kann nämlich nichts mit offenen Haube so richtig. Ich jetzt schön langsam. Und hier langsam ist wieder die Rennstrecke. Ja, weiter, weiter, weiter. Ich setze ihn so an. Oha. Warte. Weiter. Aber das ist normal hier, Leute. So, anhalten, anhalten. Das ist eben die Nordschleife. Das ist eine Langstreckenmeisterschaft. Auch nicht wegfahren. Langsam. Nicht, dass ich keine Sorge, du, das machen wir. Klappe wieder zu. Wir schauen, wir kriegen Signal jetzt. Und los, 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 los. Aber nicht zu schnell, ne? Dass wir uns nicht mit den komplett dreckigen Reifen jetzt hier, haben wir alles Mögliche im Wald aufgesammelt, dass wir uns drehen, sondern jetzt hier ordentlich los. Und ja, wir werden jetzt in den Kurven extremes Untersteuern haben, weil die Reifen halt dreckig sind. Das heißt, es geht einfach nur langsam in die Box, neue Reifen, um danach weiterzufahren. Aber ich fahre wieder, Leute. Es geht weiter. Ich konnte es kaum fassen. Das ist der Nürburgring. Das ist die VLN bzw. NLS. Das ist Langstreckenrennen. Das ist Teamwork. Es geht weiter. Wir können fahren. Und so kann ich eben dann ja auch meine Runden zu Ende fahren, das Auto ins Ziel bringen. Platzierung sind wahrscheinlich jetzt 100, Platz 100 irgendwas, aber ist egal, denn solange wir genug Runden sammeln und ins Ziel kommen und gewertet werden, zählt das eben als erster Teil von zwei Rennen für meinen Führerschein, damit wir am Ende eben auch dann die schnelleren Autos wie die richtigen GT4s fahren können oder eben auch noch schnellere Sachen. Ach, nice, ich bin so froh, dass wir wieder fahren können. Glauben, wir sind angekoppelt, als ob. Das ist die Nordscheibe, das ist die NLS hier. Geil, richtig nice. Wir sind ins Ziel gekommen. Also Teil 1 der Permit haben wir erfolgreich geschafft. Ey, was für ein Mega-Team. Ich kann nur Danke sagen an alle, die mitgeholfen haben. Das war aber ein ganz besonderes erstes Rennen. Ja, aber ey, danke ans Team. Ich dachte, das Rennen ist vorbei und dann kommt ihr da hin und macht das alles. Das ist Langstreckensport. Das Ergebnis war sehr egal. Es geht ja ums Permit und die Runden. Ja. Und da haben wir wenigstens noch die Runden gerettet. Eben, eben. Und man muss sich vorstellen, wenn 24-Stunden-Rennen hier ist, dann repariert man egal, was ist. Ne? Dann repariert man auch mal 2 Stunden, wenn man danach weiterfahren kann. Ja. Ich meine, gerade beim 24-Stunden-Rennen ist das erste Ziel ankommen und dann kommt das Ergebnis. Ich merke schon, mit dir wird das ja auch nicht langweilig. Jetzt ist das Wetter scheiße. Dann können wir an der Strecke reparieren, aber kannst du ja auch nichts für. Ja, aber das war richtig geil. Also wie gesagt, danke nochmal an Teichmann Racing, danke an Superdrink. Und ja, wir sehen uns im nächsten Rennvideo wieder, oder? Dann sehen wir nämlich wieder. Genau hier, Leute. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.